Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich aktuell beim BMW Autohaus Gerlet in Strausberg und wir werden heute exklusiv den neuen BMW Active Tourer unter die Lupe nehmen. Dazu treffe ich mich mit Herrn Albrandt. Er ist Verkaufsleiter vom Autohaus Gerlet und wird mir schon mal das ein oder andere Detail des neuen Modells präsentieren. Ob Stadt, Land oder Berge, der BMW 2er Active Tourer liegt immer gut in der Straße. Durch seine Durchzugskraft und Agilität sorgt er für ein dynamisches und sicheres Fahrgefühl. So, ich befinde mich jetzt im Autohaus Gerlet und bei mir sitzt Herr Albrandt, er ist Verkaufsleiter für BMW. Und hallo Herr Albrandt erstmal. Schönen Tag, Herr Höll. Ja. Wir haben hier den 2er Active Tourer, um den es heute gehen wird. Was macht denn dieses Fahrzeug so besonders? Dieses Fahrzeug ist in der Form besonders, da wir ein komplett neues Marktsegment betreten bei BMW, wo wir mit sehr viel Variabilität, Flexibilität ein Fahrzeug gestalten, was also nicht nur rein auf Fahrdynamik gestaltet wird, sondern auf sehr viel Raumangebot. Mhm. Und welche Zielgruppe möchte man mit diesem Modell explizit ansprechen? Explizit möchten wir die Zielgruppe ansprechen, welche sehr viel Variabilität sucht, die sportlich dynamisch unterwegs sind, die halt die gehobene Sitzposition bevorzugen, diesen leichten Einstieg, die eine gewisse Fahrdynamik möchten, aber trotzdem den Komfort. Und da reden wir von Familien, die im Schnitt zwischen 20, 30, beziehungsweise auch die ältere Generation, die jung gebliebenen, die sehr viele Hobbys heutzutage haben, die unterwegs sind mit ihren Fahrrädern, die noch sehr aktiv im Sportbereich sind, die wollen wir da versuchen zu erobern. Was natürlich etwas untypisch für BMW allgemein ist, ist natürlich die Motorisierung bei diesem Modell. Da hat sich ja BMW etwas komplett Neues überlegt, nämlich einen Frontantrieb zu bauen. Ja, das ist richtig. Der Frontantrieb ist in diesem Segment ein Weg, der unumgänglich ist. Wir brauchen einfach den Platz im Innenraum und haben da konstruktionstechnisch einfach den Motor quer gebaut und brauchen nicht mehr den Kardanantrieb nach hinten. Und somit haben wir natürlich Platz geschaffen. Wir haben von der Karosserie, von der Konstruktion eine Plattform, die mit einem sehr, sehr tiefen Schwerpunkt arbeitet. Und das spiegelt sich dann vor allem im Fahren wieder, dass wir also eine sehr, sehr hohe Kurvendynamik haben, sodass der BMW-Fahrer, der ursprünglich seinen Heckantrieb liebt, auch hier die Fahrdynamik erleben darf. Wenn Sie gerne möchten, würde ich Sie zu einer Probefahrt einladen und dann können Sie sich von diesem Fahrerlebnis gerne persönlich mal überzeugen. Super, also das Angebot nehme ich dankend an und alles weitere gleich. Das hochwertige Interieur wirkt leicht und großzügig. Je nach Modell und Ausstattungsumfang bleiben kaum Wünsche offen. Aber nicht nur die Innenausstattung, die bis zur Luxury-Line Komfort auf höchstem Niveau bietet, überzeugt auch das großzügige Raumangebot. Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich die Rücksitze nach vorn bewegen und schaffen Platz für Reisegepäck oder den Großeinkauf. Das satt auf der Straße liegende Heck mit dem BMW-typischen L-förmigen Leuchten lassen das Fahrzeug athletisch und dynamisch wirken. Den BMW 2er Active Tourer kann man übrigens schon ab ca. 27.000 Euro als Basismodell erhalten. Über attraktive Finanzierungsmöglichkeiten kann Sie das Serviceteam vom Autohaus Gerlet in Strausberg persönlich beraten. Aber nicht nur der BMW Active Tourer ist seit 2014 auf dem Markt, sondern auch der BMW X4 und das neue BMW 4er Grand Coupé sind nun erhältlich. Wenn Sie nun Lust auf den neuen 2er Active Tourer bekommen haben, dann sichern Sie sich Ihren persönlichen Termin hier im Autohaus Gerlet in Strausberg. Viel Spaß bei einer Probefahrt und damit zurück zu Mario.